Moin Leute, Trimax hier. Jetzt mit dem Sneak Peek Nummer 2. Und es wird zwei Inhalte geben. Einmal, ihr seht es hier, eine neue Karte, dazu kommen wir gleich. Und zweitens, es wird ab jetzt alle zwei Wochen eine neue Karte geben in Clash Royale. Und das wird richtig geil. Also jedes Mal, wenn eine neue Karte rauskommt, erfahrt ihr hier davon zuerst. Und ihr wisst ja, ich stelle die Karten nicht nur vor, sondern ich analysiere das auch ein bisschen, Stärken, Schwächen, ob die Karte stark wird, schwach wird und so weiter. Das kennt ihr ja schon. Also lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. So, und jetzt kommen wir zum Mega-Lakai oder auf Englisch Mega Minion, finde ich ein bisschen geiler. So, vorneweg, die Karte ist extremst heftig. Also die ist so stark. Ich weiß nicht, warum Supercell die Karten am Anfang so stark macht. Ich glaube einfach nur, damit jeder diese Karte haben möchte und alle in den Shop laufen und richtig viel Geld reinballern. Weil ich bin das mal durchgegangen, wie gut die Karte ist. Und ich habe auch ein paar Gameplays gemacht und da hat man schon gesehen, irgendwas stimmt da nicht. Okay, folgendes. Also, Trefferpunkte. Mega Lakai hat, kostet nur 3 Elixier. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Nur 3 Elixier. Ich sag, die Karte wäre noch völlig zu benutzen, wenn sie sogar 4 Elixier kosten würde. Also meiner Meinung nach zu günstig für so viel Power, die Karte besitzt. So, fangen wir an. Trefferpunkte, fast 700. Das entspricht ein bisschen mehr als ein Barbar. Also, okay. Das Ding kann fliegen, Boden und Luft angreifen und hat ungefähr so viel Leben wie ein Barbar. Ist auch genauso schnell wie ein Barbar. Hat aber doppelt so viel Schaden. Also der Schaden entspricht ungefähr den Schaden eines Prinzen ohne seinen Charge. Also jetzt hier im Turnierstandard, ein Megalakai Level 7 hat so viel Schaden wie eine epische Karte, der Prinz Level 4. Und der Prinz hat extremst viel Schaden. So, und jetzt das Problem bei der Karte. Sonst gab es immer Lufteinheiten, die entweder bestanden sie aus Minions, das waren die drei Minions oder die Minion Horde. Ganz normal, kann ganz easy gecountert werden von einem Ice Wizard, Prinzessin, Sepp, Ice Geist, Fire Spirits, diese ganzen günstigen Karten, konnte man so relativ teurere Karten total easy countern. Diese Karte kann man nicht countern, die kann man noch nicht mal mit einem Feuerball killen. Also, wenn der Gegner mit einer Valkyrie kommt, ein Schweinereiter, ein Riese, eine Hexe, ein Ritter oder was weiß ich, egal womit der Gegner kommt, ihr könnt dieses Megalakai in der Defensive einsetzen und der Gegner kann es nicht töten. Das Einzige, womit das killen kann, wäre eine Rakete oder ein Lightning oder sowas. Das macht natürlich keinen Sinn. Also gerade in der Defensive wird das die absolut beste Karte werden. Das sage ich jetzt schon, Leute, von mir habt ihr es zuerst erfahren. Man kann einfach nichts dagegen machen. Man ist natürlich nicht dumm und setzt seinen Megalakai in der Defensive ein gegen den Schweinereiter und der Gegner hat noch ein Musketier dahinter. Genau dann setzt man diese Karte nicht ein. Aber falls der Gegner diese Karte nicht haben sollte, dann kann man da einfach nichts machen. Zwei weitere Sachen, womit ich glaube, wo diese Karte einfach nur richtig krass sein wird. Einmal in der Offensive in Kombination mit einem Lava-Hund-Deck. Das wird total heftig werden, weil sonst hatte man immer einen Lava-Hund und hinter dem Lava-Hund hatte man für den Schaden entweder einen Ballon. Der Ballon bringt es nicht so richtig, weil er kann nur Gebäude angreifen, Nachteil. Oder man setzt hinter den Lava-Hund einen Baby-Dragon. Baby-Dragon hat viel Leben, wenig Schaden, macht Flächenschaden, auch nicht so krass, auch ein Nachteil. Dann konnte man einen Lava-Hund nehmen und dahinter eine Minion-Horde packen. War auch ganz gut, sehr, sehr viel Schaden, greift Truppen an, ist aber extremst easy zu kontern. Mit Pfeilen, Feuerball, Poison Spell, Sepp, Prinzessin, Ice Geist, Fire Spirits, dieses ganze Gedöns, countert die Minion Horde einfach extremst. Und bei dieser Karte ist es einfach nicht der Fall. Da gibt es nichts. Man packt diesen Megalakai hinter einen Lava-Hund. Selbst wenn man ein gutes Musketier platziert, kann man das Musketier dann immer noch seppen und dann kann der Megalakai ganz, ganz easy dieses Musketier killen. Also, die Karte wird extremst krass. Und dann noch meine zweite Vermutung, wo ich mir relativ sicher bin, dass sie krass sein wird, das werde ich auf jeden Fall spielen. Der neue Spiegel, der rauskommt, der wird ja die Karten ein Level höher machen. Das heißt, ich habe meinen Megalakai nicht mehr auf Level 7 im Turnierstandard, sondern auf Level 8 mit einem Spiegel Level 4. Und diese Karte gespiegelt hinter einem Riesen oder vielleicht sogar nur hinter einem Ritter, irgendein kleinen Tank, wird einfach extremst heftig werden. Also diese Karte, die wird in spätestens, ich weiß ja nicht, wann das nächste Update rauskommt, aber sobald diese Karte rauskommt und das nächste Update kommt, wird die Karte wieder schlechter gemacht. Trotzdem freue ich mich riesig auf die Karte, da Abwechslung ins Spiel reinkommt, das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Es ist mal was komplett Neues, die Karte sieht ja auch einfach schon OP aus, also ein Minion hat sonst immer viel Schaden.
dafür kein Leben. Das Ding hat total viel Schaden und hat eine fucking Rüstung an und hat dann auf einmal total viel Leben. Also ich weiß auch nicht. Ich bin gespannt, wie das Ding gespielt wird. Ich gehe mal davon aus, dass das dann nach einer kurzer Zeit jeder in seinem Deck hat. Es ist natürlich auch schwierig für einen Free-to-Play-Spieler, diese Karte relativ schnell auf Level 7 zu bekommen, dass man sie dann auch in den Turnieren spielen kann. Das erstmal dazu und natürlich extremst krass, dass alle 2 Wochen jetzt neue Karten rauskommen. Das ist so geil. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Eine Zeit lang, wo das Hover-Mu-Deck so krass war, da war es langweilig, zäh. Jeder hat das gleiche Deck gespielt. War nicht so geil. War so ein bisschen zäh, das Ganze. Dann das Giant Poison-Deck kam und da war das genauso. Jeder spielt das gleiche Deck. War nicht mehr so viel Action drin. Und dadurch, dass jetzt alle 2 Wochen neue Karten kommen, Clash Royale, wunderbar. Da ist die ganze Zeit Abwechslung dabei. Wird auf jeden Fall eine richtig geile Sache. So, bevor ich jetzt zu viel rede, das war's. Lasst ein Abo da, um in Zukunft nichts zu verpassen. Es werden noch viele neue Truppen kommen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Stream oder in der nächsten YouTube-Episode. Alles klar, Leute, haut rein.